Hallo? So einfach machst du dir deine eigene Homemade-Tiefkühlpizza, dafür brauchst du auch gar keine spezielle Ausrüstung. Nach diesem Video greifst du nie wieder zur Pizza aus dem Tiefkühlregal. Versprochen. Beginne damit, deinen Haushaltsofen vorzubereiten, anschließend die maximale Temperatur einstellen und dann nimmst du dir eine beschichtete Pfanne. Gib etwas Mehl oder Semola in die Pfanne, gefolgt von deinem Teigling, dann kannst du beginnen, die Luft in den Rand zu drücken. Das Tolle daran ist, dass du die Pfanne sozusagen als Schablone benutzen kannst. Dann Deckel drauf und bei mittlerer Stufe so lange vorbacken, bis der Teig richtig schön aufgegangen ist und der Boden ordentliche Röstaromen hat. Nach ca. 5 Minuten kann die vorgebackene Pizza mit einer leckeren Tomatensauce bestrichen werden. Wer maximale Röstaromen möchte, kann gerne noch Olivenöl auf den Rand schmieren. Dann kommt das Ganze bei maximaler Temperatur für 2 Minuten in den Haushaltsofen und dann seid ihr fast schon ready. Noch 20 Minuten auskühlen lassen und dann kannst du deine Fladen so belegen, wie du es möchtest. In meinem Fall habe ich eine köstliche Pizza Margherita gemacht. Jetzt benötigst du einen passenden Gefrierbeutel. Dort schiebst du deine köstliche Homemade-Pizza rein. Anschließend nimmst du dir einen Stift und beschriftest diesen. Dann ist nur noch zu beachten, dass du das Kunstwerk flach und eben in den Gefrierschrank legst und somit ist die Pizza